trage es gerade hier mal um noch. Also wenn du eine gute siehst, kauf ruhig. Ne? Ja, ich bin noch am Überlegen, ne? Schultern, 140 ist nämlich jetzt auch drin. Hände haben wir noch nicht. Ammo, 420. Armschienen, 12. Füße, 59. Und Brust 50. Dann habe ich alles übertragen. So, jetzt geht die Tabelle nämlich auch. Rest, übrigens Budget, genau 1 Milliarde haben wir noch. Ach so, einen Ring habe ich doch auch schon gekauft. Hier 99. Du hast einen Ring gekauft? Ja, den Pox. Ah, ja. Und jetzt guck mal, wie viel brauchen wir jetzt noch? Noch 21% Attack Speed brauchen wir. Für den. Nee, 11, oder? Warte schnell, ich muss selber, ich muss auf die Tabelle erstmal raufklicken wieder. Und hier habe ich eine 0 zu viel. Wieso gibt es denn hier zwei unterschiedliche Werte? Additional attacks per second, falsch. 0. Der muss weg, ja, komplett weg. Jetzt sind wir da nämlich bei 2 erst. Für den 2,5er brauche ich. Noch 31. Hä? Ich verstehe die Tabelle nicht. Ah ne, hier, jetzt. Okay, alles klar, ich hab's jetzt. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Mit Bubble und ohne Bubble. Wir machen ohne Bubble, Ja, oder? genau, der 2,04. Also bei einer 2,04 Angriffen pro Sekunde sind wir jetzt. 2-0-0-0-0-1. Ich sehe auch, so krass ist das bei euch gar nicht, der Unterschied zwischen den Ticks dann, ne? Nicht groß, also wie gesagt, der optimalste rein vom logischen her ist schon der 274er, aber 28 Ticks kriegen wir schon, kommen wir haben 30, 33, 36, das sind halt 6 Ticks mehr als wenn wir jetzt 8% holen, dann sind wir bei 30er Ticks und haben 6 Ticks weniger als wenn wir den 27er Breakpoint holen. Aber für den 2,7er bräuchte ich wirklich noch 36%, wenn ich das richtig sehe. Nee, noch mehr. Noch mehr. Minus 36 steht doch hier. Ja, mit Bubble. Ah ja, fuck. Ist Nein, die denn nein, nein, gut? nein, 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 die Bubble, nein, nein, das ist nicht richtig. Das steht, ah doch, including Bubble, der untere Wert. Fuck. Ja, wir brauchen Dann noch mal. 31% Attack Speed, um den 2,5er zu erreichen. Ja. Na gut, jetzt gucken wir mal, wir haben die Hände. Na gut, das ist ziemlich viel, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ich rechne mal durch. 9, Geisterstunde haben wir noch dazu. 9, 9. Das sind die einzigen, wo wir noch was holen können. Dann sind wir bei 30er Ticks. Brauchen wir immer nur 4%. Na okay, wir sind aber auch sogar im Plus bei. Ah ne, warte. Ne, wir brauchen immer Minus, noch ah, dann 4%. 4%. Ist ja krass, wie Schultern, viel Text Armschienen. wir braucht ihr denn? Also das heißt dann. Ja, wir können, ich kann es ja nachher mal spielen. Mal sehen, vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt mit so einem niedrigen Breakpoint noch nie CM gespielt. Müsste mal testen, aber ich denke, das sollte funktionieren. Also mit dem 2-3er Breakpoint sollte es. Da können wir sogar an 9 IAs runtergehen. Also weglassen. Könnten wir mal probieren einfach. Das war quasi, das war irgendein Ring, also dass ich einen Ring von mir Mit nehme oder Steinen so. von Jordan zum Beispiel. Oder das. Oh, das wäre auch super. Aber dann verlieren wir die Crit Chance nicht und wir haben schon das. Nee, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ah, Crit Chance kann man hier übrigens jetzt auch eintragen. Wie du siehst. Ja, oder ein IAS Mempo, aber das wäre dann blöd. Ja, die Waffe ist zu langsam. Ja, genau das. Also gut, 2,7er wäre total. 28%. Ja, oder halt mit einer Tarashas Brust, sodass wir, wenn wir eh vielleicht zu viel Allrest haben, weil wir jetzt einen Pox und die dann Pox und Schuhe nehmen, Tarashas Brust, dann könnten wir auch die den 2,5er schaffen. Wie teuer waren die Brust? 50 Millionen nehmen, wir können sogar zwei, dann könnte man die dann halt fürs Dings dafür nehmen, fürs Sleet Storm Build.
Stimmt. Und da hat man dann mehr ERP. Können wir auf jeden Fall so machen. Also dann rechne ich mir nochmal durch. Ich guck mal schnell grad nach einer schönen. Ring 9. Ja, dann könnten wir auf jeden Fall Ring 8 oder 7 sogar. Die Brust 8. Hätten wir immer noch 2 zu viel. Und dann noch ein Gürtel 8. Und. Oh ne. Falsch. Und Hände 8. So würde es gehen. Guck mal in der Tabelle. So hätte ich jetzt gemacht, dass wir genau den 2,5er haben. Mit dem, ja, genau, Zwei nur Brüste, ja, ohne genau. Textfeedback, ja. Und Erna fasst es gut zusammen. Und es sind ja nur 3 Ticks weniger als der 2,7er. Guck mal, ich finde es eigentlich vollkommen legitim. Ja, den 2,7er schaffen wir eh nicht. Glaube ich. Obwohl, doch, nochmal. Nee, Doch, da würden 15, wir. nee, 15%. Wo sollen wir nur mit dem Mempo? Und Ja. das ist ja wohl zu krass, da muss man alles dem unterordnen. Oder die alten Zunis mit. Nein, lassen wir das. Okay. Ja, oder was einer sagt, hätten doch ein Chantodos fit als Mainhand. Aber gut, pff, da Ja, müssen aber wir dann haben wir alles keinen weg. Lifestyle. Das ist dann nur dann wieder fürs das Einfrierbild. Also müsste man Mempo und dann hast du ja wirklich super viele Items, die du wechseln willst. Und Ja, das eben. war eigentlich nicht das Ziel. Das Grundproblem ist, was ich sehe, dass diese Decker zu selten sind. Das Ja, liegt diese und dadurch zu. 6 Affixe, dass die richtig rollen. Es hält so extrem selten auf Waffen. Deswegen sind auch Waffen so teuer. Je seltener was ist, desto teurer sind auch dann die Sachen. Oder 6 Affix-Ringe, Rare-Ringe. Wie teuer sind die? Tausende Euros, die Top-Dinger davon. Weil sie so selten sind. Das ist genau wie mit den Daggers. Aber gut, okay, wir machen jetzt aber das Beste draus einfach. Auf jeden Fall. 2,5. Das ist ja auch okay. Ich meine, ist es denn nicht wie bei uns bei den Breakpoints auch so, dass die Monsterdichten, dass dadurch, dass die Monsterdichte auch ein bisschen erhöht wurde, man nicht mehr dieselben Eben, man braucht Breakpoints das. braucht wie Genau, früher? das ist es ja. Das ist ja genau das, wieso Das. ich immer der Meinung bin, dass man ab jetzt, wenn man je nachdem, wo man farmt, das wirklich nicht mehr braucht. Bei den neuen Feldern. Also bei den Feldern und Krypten und Co. Da sind so viele Monster, das ist so wurscht. Ich müsste selbst noch beim Barb runtergehen. Also 26er Breakpoints sind so easy zu erreichen beim Barb. Aber auch da, also es macht selten noch Sinn, mit 30er Breakpoints zu spielen und früher war es fast Pflicht. Aber einzig allein durch die Monsterdichte halt. Weil, ach, wenn man heute mal Akt 3 spielt, da merkt man das, wie wenig Monster da wirklich sind. Vor allen Dingen, wie viel so Stellen es gibt, wo man ewig läuft und kein Gegner kommt. Naja gut, okay, dann machen wir das so und spielen mit 2,5er. Weil das ist erreichbar und holen einfach noch eine Brust und dann haben wir 2 Brüste und 2 Brüste sind bekanntlich immer gut. Wie Erna schön sagt. Boah, ich sehe, wir hätten ja auch, oder mit dem Tarashas, mit dem Natalias-Set. Ich habe gerade nämlich gesehen, ich habe nämlich einen nice Natalias-Ring aufgemacht mit Int, Armor und Wit. Und Crit Chance. Hier, Basta schreibt auch bei mir, hat sich die Tabelle verrechnet, als ich mit Dagger gebaut habe. Ja, das hat er mir auch geschrieben. Man könnte es Aber. jetzt auch manuell berechnen, aber. Aber wir haben. Jetzt haben wir Warte aber eh mal. noch ein bisschen spatzig, ich Eins, denke. wir haben 1,5 Attack Speed mal 1,67. Nee, stimmt. Müsste stimmen. Also das ist genau das, was hier auch rauskommt. Was sein kann, ist, dass die Ticks dann hier falsch berechnet werden, aber das glaube ich nicht. Nee, die Ticks sollten schon richtig sein. Man muss halt hier, wenn wir 1,5 Attack Speed haben, als Base Weapon Speed und 67% IS, rechnet man einfach 1,5 mal 1,67. Und das sind 2,505 und das ist genau das, was hier auch steht. Also meiner Meinung nach passt's. Ja. Okay. Ja, wir sehen es ja dann, aber ich denke ich auch, ich meine, auch dann, selbst wenn es sich verrechnen dürfte, also ich wüsste nicht mal, wieso es sich verrechnen sollte. Ja, weil ohne Attack Speed, ohne APS ist ja wirklich easy, die Berechnung.
Ja, okay, also dann suchen wir nach einer Tarasche. Hast du da schon was gefunden? Oder wonach suche ich? Das ist Ja, schon ein bisschen. also sagen wir mal so, wir können. Mit Amor habe ich halt eben gesucht, da sind sie zu teuer. Aber Aber brauchen wir das denn ist. so viel? Brauchen wir nicht, ne? Genau. Brauchen wir eben nicht unbedingt. Aber dann würde ich sagen, ich guck mal nach Pickup. Boah, sind sie teuer. Fuck, wieso sind diese teuer? Pickup wären sie echt schön, aber. Ja, weil alles mit Int und Pickup von Ja. WDs. Aber wir haben ja noch Tar Spaß, wenn wir die Brust. Ah, du hast sie sogar mit 8 berechnet, sehe ich gerade, hä? Ja, ich Boah, habe das machst einfach du. mal so durchgerechnet mit Ja, 8. eben Guck das. mal, wir brauchen eine Witching Hour nur mit 8. Wir brauchen jetzt nur noch einen Ring mit 7, Handschuhe mit 8, einen Gürtel hier auch nur mit 8. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Dann können wir auch eine schöne mit Armor holen, sehe ich gerade. Ja, also wenn wir die Taraschas holen, dann haben wir echt jetzt Vollspielraum nochmal. Für 99 oder für 150 gibt es gibt nur zwei Varianten. Einer hat mehr Int. Kannst mir einfach mal so posten, wie es so ungefähr aussieht, weil ich habe echt keine Ahnung. Ja, aber nur, also wie gesagt, wir können auch super billig bleiben, wenn wir einfach die Armor weglassen. Das sind jetzt die mit 99 und 150. Alle anderen danach, finde ich, sind schon wieder viel zu teuer. Für das, was wir können. Na klar, hier gibt es schon schöne und so auch richtig gepreist, aber. Also, wenn wir Armor weglassen, dann sind wir super billig. Dann können wir sogar die Max-Zahlen fast erreichen, würde ich sagen. 280, 180. Kostet, na gut, dann kostet es auch schon 100 Millionen. Hier mit physischen. Oh, die ist schön, aber 125 Millionen, ich weiß nicht. Budget haben wir genug. Aber ja, gut, muss nicht unbedingt sein. Für die Ja, eben. ist ja nur die Weil die. Zweitbrust. Gehen wir ein bisschen runter, schrauben wir ein bisschen. Was haben wir denn noch für schöne Wertbonus? Oh ja. Cold Resistance, so unnutz. Ja. Also wenn dann eher noch Poison oder sowas oder Lightning. Ja, Lightning ist hier für 40, die ist ganz gut. Ja, die mit 38, ne, die sehe ich auch gerade bei mir. Genau die gleiche. 40 Millionen oder halt, ja gut, ansonsten bleibt, haben wir Poison bei 53 Millionen, aber muss man die Werte angucken. 176. Also, da ist die fast die mit Lightning, da müsste man sich ja entscheiden, ob man Lightning oder Poison nimmt, das macht auch keinen im Endeffekt nichts aus, wenn wir ehrlich sind. 2. Brust genauso groß wie die zweite. 5 für 50 Millionen gibt es leider nichts. Das heißt, die zweite Brust eher doppelt so groß. Also, was sollen wir kaufen jetzt? Sag du. Schauen wir nur ganz kurz noch schnell wegen Life und Prozent, aber die sind auch teuer. Okay. Sonst. Oh, hier ist eine neue reingekommen. Die poste ich dir noch schnell. Für 30 Gerne. Millionen. 30? Ja. Nehmen Boah, wir mit die. den physischen. Ich sag nichts. Ja. Ja, sonst nehmen die für drei. Da haben wir super wieder Geld gespart. Oh, Da haben hier wir ist eine. 100 Millionen für eine Brust, wenn du die nehmen würdest. Ne, 30, 80 haben wir dann nur insgesamt für die Brüste Also ausgegeben. ja, eben. Sind sogar ohne 100 Millionen geblieben. Hohe Okay, ich kauf Brust hat die. sogar mehr Viren. Also, Brüste 80 Millionen. So, Pamela Anderson-Style. 80 Millionen Brüste. Ja, geil. Also, weiter geht's. 8%? Ist richtig. Okay. Dann können wir jetzt beim Ringen. Ah, ne, wollen wir überhaupt Ringen jetzt machen? Nee, Witching Hour. Witching, aber ich habe vorhin schon wirklich schöne gesehen. Ich hab ja welche schon gepostet gehabt, aber ich, da hätte man, kann man auch, da kann man nämlich auch schön spielen jetzt. Ne? Aber wir haben jetzt sogar mit 8 können wir sogar, weil ich mache trotzdem mit alle Armor-Typen, weil dann kann ich nach Crit Damage sortieren. Damage, IAS, IAS 8, 41. Alter, sind die billig. Ohne Eures und so, ne? Sowas von billig.
Tarrasha. Nur Tarrasha, Witching Hour. Wir hätten sogar, also wir können so, ich denke mal, bis zu 150 Millionen oder so. Ja, mindestens. Hier ist die mit 100 Armor, aber 100 Armor sind das ist einfach nichts. Häusen. Mit Stärke und Armor, wie teuer sind die? 129. 129? Da die Frage, ob wir Vita-Probleme haben. Also könnte man noch günstig Vita rausholen auch. Aber mit Armor ist natürlich auch schick. Aber die ist schon ziemlich hübsch. Krass, wie billig. Kauf die mal, sonst kaufe ich nachher noch eine Witching Hour mit mehr Vita. Falls wir da Die du was mir von gepostet nötigen. hattest, ne? Ja, genau. Ja, die ist eine gute Alternative, nämlich. Okay, Gürtel 129. Und auch 8 IAS passt auch. Und schöner Crit Damage gewesen, wenn es dir aufgefallen ist. Ja. Das ist echt eine schöne. Boah, und die hat 270 Armor. So, jetzt könnte man mal nach einem Ring suchen. Der Ring. Er braucht also entweder die Hände nehmen wir nur 7 oder auf dem Ring nur 7. Attack Speed. Also wir haben echt alle Möglichkeiten. Ich suche erstmal nach einem Ring mit 7 IAs. Oder Handschuhe. Ne, ich weiß nicht. Wir können ja mal gucken. Wir suchen erstmal bei einem Ring mit 7 IAs aufwärts. Würde ich sagen. Wir können dann immer noch schauen. Und jetzt vielleicht ja dann dementsprechend ein bisschen mehr Crit Chance. Average. Oh Int. ja. Boah, Ringe sind sowas von teuer Ja, geworden. das ist. Dafür sind sie nicht mehr so gut, ey. Das ist. Muss da einfach auch so Abartig. kommen. Das entsteht aus dem Item-System bei Diablo. Auf allen Slots, wo es nicht krasse Legendaries gibt, werden die Items, oder wo man gut craften kann, werden die Items immer, immer teurer. Aber gut, so. Du hast jetzt noch mit Crit Damage vielleicht gesucht, ne? Ja, also ohne Crit Damage könnte man auch gucken. Boah, hier habe ich auch einen schönen. Oh, 500 Millionen, das ganze Budget ist weg. Ja, ohne Crit, Die mit also ohne Cold Crit Damage Resistant. kann. Nee, ein anderer noch. Zeig mal mit. Warte mal, wenn du ohne. Ja, gut, ohne Crit Damage kannst du krasse Sachen raussuchen. Ja, eben. Der 500 Ja. Millionen, aber das haben wir nicht mehr, die 500 Millionen. Wir Nee, nee, brauchen ja nee. noch Gems und Ja, der wäre vielleicht wirklich noch eine schön. Offhand und noch Handschuhe. Beine. Guck mal. Oh Gott. Wir können ja Inas Hose noch kaufen. Guck mal in der Tabelle. Hose. Ja, da haben wir auch noch eine Möglichkeit von der Taxi. Oder Können wir wir. gehen da auf eine Rare-Hose, Ja, um entweder viel das ERP oder wir rauszuholen. holen uns jetzt einen Stein von Jordan. Ist denn Stein von Jordan für alles gut? Nee, ne? Nee, und das Problem ist auch, wie gesagt, da sind noch nicht so schöne Werte drauf. Also du könntest Crit Chance maximal von der Kettenreaktion holen, aber Es wird oder von trotzdem den Wirbeln, verpeilt. Weil von wir die den Wirbeln. Tarashas gar nicht bräuchten, eigentlich. Wenn wir nur Ja. Inas holen. Es wäre einfach ein Experiment, sage ich jetzt mal, mit einem SOJ. Wir können den ja kaufen, der kostet nichts, ne? Der kostet keine 10 Millionen wahrscheinlich, Ja, ne? legen wir einfach noch drauf. Ja, testen wir einfach mal. Warte mal kurz, ich Jetzt. bin gleich wieder da. Jo. Okay. Baby. Einheit mit 7. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Hast halt LOH, hast Elite-Schaden, aber die sind teuer, sehe ich gerade hier. Mit der 189 Millionen gibt es einen und der ist. Den sage ich jetzt mal. Gibt's überhaupt Einheit mit 7? Anscheinend nicht. Doch, doch, gibt's. Einheit. Ja, Unity, oder? Ja. Also die fangen mit 6 oder so an oder sowas. Ich sehe keinen, aber gut. Ja, muss so wohl so sein. Hast du mir was gepostet? Nee, ne? Nee, noch nicht, nee, nee, ich bin noch am gucken. Mann, ey, heute. Es gibt einfach. Boah. Der Ring ist schön. Cool, mein Chat geht auch wieder nicht richtig. Oh Mann. Ja. Das ist halt wirklich schwer zu sagen. Also wenn wir jetzt. Warte mal nochmal ganz kurz, ich gucke mir nochmal die Tabelle an. Nur mal kurz durchgehen. Oh, Was willst du durchgehen? Wegen dem nee. Attack-Speed? Ja, nee, auf die 273er. Also was man sich generell merken kann. Selbst, also wenn man einen Dagger ohne Attack-Speed hat, was man hier gerade auffällt. Guck dir mal die Tabelle an. Ich habe mal alles auf 9 gemacht. Und der Mhm. einzige Vorteil an einem Dagger ist ja, dass man da eine Sturmkrähe benutzen kann. Und selbst wenn wir alles mit 9 holen, guck mal, da fehlt uns genau 1% für die 273er. Weil das habe ich jetzt noch gedacht. Aber naja. Aber gut. Ach die. Oder wir holen halt einen Ring mit Crit ohne Attack Speed. Würde auch gehen noch. Könnte man ja, dann müsste man aber auf den Beinen auf jeden Fall. Ja, klar. Mit einer Inas, mit 8. Und Hände wären sogar nur 7. Und jetzt ein Ring mit Crit. Müsste mal schauen, was da so rumliegt, da einfach. Mach dann mal ein paar Werte hier rein. Guck einfach mal. Auch eine Unity ist der ja auch oft gut, ne? Ja, weiß gar nicht, wie teuer die mit Crit Damage sind, die aber auch wiederum recht Boah, gut teuer. super teuer. Und auch ohne IAS, wie gesagt. Das Problem ist bei den Ringen ohne IAS, das benutzen halt auch Witch Doktoren, oder? Damit sie möglichst keine Attack Speed haben, eventuell, je nachdem, was sie spielen, um nicht so viel Stimmt. Mana verbraucht zu haben. Schon Obwohl, guck auch mal, toll. 130 Millionen, aber nur 35 hier in 200 Millionen. Na, ich guck mal, meistens ist es so bei Ringen, dass Rare-Ringe besser sind. Zockeltrick. Also hier ist ein schöner für 38 Millionen, aber ich würde schon gerne noch ein bisschen mehr Crit Chance haben. Aber für 38 ist der schon mal okay. Da ein Sockel hat und der hat gut Average. Boah, der ist geil. Guck mal, mit Stein. 50. Der hat einen Stein drin. Ja, ein 54er. Der kostet noch mal ein paar Millionchen, ne? 7 Millionen oder so. Ja, wir können ja mal hier gucken, dass wir möglichst die Crit Chance nach oben halten. Deiner ist sogar, Vielleicht. deiner ist besser, würde ich sagen. Ah, ist halt offensiver. Willst du deinen einfach kaufen mal, diesen Nemesis?
Dann. Ich habe gekauft 38. Er ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Könnte man jetzt wirklich auf die, dann gehen wir auf die Inas. Krass billig alles. Dann kann man immer noch eine Rare-Hose kaufen, falls wir zu wenig ERP haben für das Sleet-Stone-Build. Ja. Den Ring können wir ja sogar lassen. Wir haben immer noch 700 Millionen. Wir brauchen noch Beine, Hände und Gens. Also bleiben schön drunter. Und eine Ja, auf jeden Fall. Offhand vielleicht noch. Ja, Das darf genau. man nicht. Vielleicht noch eine andere Ja, müssen Offhand. wir mal gucken. Ja, dann würde ich aber sagen, können wir, wir haben ja wie gesagt so viele Offensivwerte, so viele Defensiv, wir können ja wirklich vielleicht in Vita gehen hier. Ich weiß gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie die Oh, heißt. die sind, wie teuer die geworden sind, mal gucken. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Puh, immer noch teuer. Hat sich nicht geändert. Aber geht. Fünf. Ja, 50-50 geht wiederum, wenn man Abdan sucht. Boah. Für die für 20 Millionen? Nee. Was Manchmal mal jetzt? 100 Millionen Max. Fünfundzwanzig, siehst du die? 24, 25 mit 9, für mit 53, 61? Nee, achten, Alter, ich poste dir mal. 68, 63. Alles andere ist sehr viel teurer, was ich sehe. Ja. Obwohl, ja gut, Ja, wegen der 1 Million. 67, 65. 8, 6, 65. Ja, nehmen sich nicht viel. Nimmt sich wirklich nicht viel. 79 hätten wir mit 29 noch ein bisschen mehr Leben, aber dafür auch weniger Int. 71, 56. Zu teuer. Ach, Obwohl, wir haben so nice. viel Gold. Also hier. Ja. Ein Tag, 11 Stunden. Oh Gott, die Preise sind schon, die gingen schon krass ab. Also ich würde sagen, wir unter den 50 Millionen bleiben wir ganz gut. Die für 28 gefällt mir auch noch ganz gut hier. Oder die für, wenn wir bei der Vita ein bisschen runtergehen, 35 finde ich noch ganz gut. Ich zeig dir die hier für 35. Haben wir ein bisschen mehr Int. Ja, sonst nimm die, komm wegen dem bisschen wieder, sonst macht es auch keinen Unterschied. 35, oder? Ja. Okay. Haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Polster, falls noch was Besonderes ist. Okay, dann Haben wir den 8 IAS da drauf? habe ich eingetragen. Hast du schon eingetragen? Ring IAS haben wir ja auch schon. Wir haben genau Dann können jetzt wir den die Crit Breadcrumb. Chance. Könnte mal sonst. Na, machen wir nachher, aber erstmal die Hände sonst noch. Müssen wir Ja, die Hände genau. mit 7, Genau, die oder? Hände brauchen 7, genau. Und da können wir, hoffe ich jetzt mal, dass es ein bisschen billiger ist. Und da mal ein bisschen jetzt schöne Trifecta. So sieht es doch gut aus. Boah. Sind die sick. 130. Boah, mit Vita sogar. Gucken wir mal, was hier noch so ist. I do. Boah. Sonst. Ja, sonst hat's hier 7,5 Also noch. ich finde die am krassesten, ehrlich gesagt. Ja. Du hast mit Vita würde es gar keine vergleichbaren geben. Ich kauf Sonst. die.
habe sie schon gekauft. Die Okay. sind echt sick. Ja. 45 Crit Damage. Cold Resistance ist jetzt nicht so teuer, aber auch noch Vita. Okay, 130 Millionen. Ich glaube nämlich, die Vita, mal sehen. Ja, ich bin nachher mal gespannt auf die Defensivwerte. Okay. Gut, wir haben jetzt 1,5 Milliarden ausgegeben. Und haben wir halt noch Spaß, falls wir jetzt unbedingt eine Quelle oder falls wir noch irgendwo ein Upgrade brauchen oder eine Veränderung. Haben wir auf jeden Fall noch Sachen zugute. Ich habe hier. Breakpoints haben wir erreicht, Schultern. Ja, Willst du die gute. Crit-Chance mal komplett eintragen, schnell noch? Okay, wenn du. Achso, ich. Also Armschienen waren 4,5. Ich diktiere dir einfach mal, okay? Jo, passt. Also Quelle 9, Ja. Kopf 5, Ja. Ammo 7,5. Boah, das Ammo ist mega sick, echt. Ohne Ja. Scherz. Das ist echt billig für 420 Millionen. Okay. Ring nix. Da nix. Da Der Pocken hatte nichts an ihr, genau. nix. Die Beine ein, was Beine hat er? ein. Gürtel Handschuhe kein. 8,5. Okay, dann haben wir 45 plus die 5 sind 50 Crit Chance. Oder sehe ich das richtig? Weil wir haben ja 5 von Automaten. Ah, ne, die sind Ja. ja schon Base. Ne, steht Ne, ja sind schon, schon sind schon. drin. Okay. 45 haben wir. Ja, aber das ist in Ordnung. Du kriegst nachher 15 Crit Chance. Du kannst damit ohne Probleme einfrieren. 15 Crit Chance durch den, durchs Einfrierbild. Mehr als genügend. Wir haben einen Ring komplett ohne Crit-Chance, dafür ist es voll in Ordnung. Könnten wir dann notfalls auch noch, wenn wir merken, wir zum Beispiel, wenn wir haben zu viel Defensivwerte, kann man auch da nochmal einen anderen Ring suchen. Also. Wie viel kostet denn aber mit Crit Chance so ein Guter Tsunemasas? Ring. Tun die Maßes Das ist mehr als unser 2 Milliarden Budget, ne? Ja, dann müssten wir auf jeden Fall, Ich habe dann das sind die eben schon gesehen. So teuer. schlechtesten, da sind nur, weil wir da 3 Crit Chance jetzt noch mehr kriegen oder so, müssten wir schon wahrscheinlich 300 Millionen sein oder so. Damit sie halbwegs was taugen. Und glaube, unser hatte doch noch, hatte nicht noch sogar noch Armor oder so, ist unser Ring. Ich weiß gar nicht, ich Ja, glaube, ja, ja. ja. Na eben. Und so noch schöne Def-Werte. Wollen wir. Warte mal. Ich muss erstmal. Warte, bitte. Ich schick mal alles an dich. Was ist denn Ich mit weiß einer nicht. Offhand noch? Wir können ja. Ich weiß nicht, in einer Offhand braucht man eigentlich nur Da werden ja nur für noch jetzt EAP. ERP jetzt noch eine andere. Damage-mäßig werden wir nicht, da werden wir jetzt noch vielleicht 5.000, 6.000 rausholen, aber dafür auch wieder mehrere hundert Millionen ausgeben. Was man noch mal gucken könnte, meiner Meinung nach, einfach mal, vielleicht haben wir Glück, noch nach einer Main Hand. Okay. Ja, Oder? das wäre noch eine. Ja, Prinzipiell das haben wir wäre was. jetzt Vielleicht mit nämlich, IAS wir haben oder sowas, ne? 800 Millionen haben wir noch. Ja. Suchst nach einem. Ja, du musst aber auch gucken, weil also, dann lohnt sich aber auch, dann vielleicht hast du ein bisschen Gold übrig lassen für denjenigen, der dann Marquis danach reinmacht oder so. Das halt, weil das lohnt sich dann nochmal mehr für den DPS. Also Stimmt. lohnt sich. So, da, wie Aber teuer ist denn so ein gut, Marquis? 100 Millionen. Keine Ahnung. Ja gut, also ich meine, das könnte man immer noch so plus minus 10%. Aber ich meine, wir können ja einfach mal gucken mit einer Milliarde, wie das da aussieht mit dem Dagger nochmal. Und zwar brauchen wir keinen Attack Speed. Wobei, wenn wir das jetzt eigentlich da nochmal einen besseren finden als unseren, den wir schon haben. Der Textfeed meinst du? Ja gut, der Attack Speed brauchen wir nicht. Ja, eben. Von daher einen besseren. Naja, wir können ja mal gucken. Er musste aber schon. Glück haben. Ja, aber sonst was sind alles gecraftet. Du musst eigentlich wirklich gucken, was du einen findest, der eben mal nicht gecraftet ist. Hier ist einer mit Gebot. 700 Millionen und das Ohne Live-Lead. schlechte. Nee, das ist alles. Da ist eine Scheißzahl, alles gecraftet, die wollen alle irgendwie das Geld wieder reinholen, was sie verbraucht haben, was sie gecraftet haben. So überteuert dafür, dass sie so wesentlich schlechter sind.
Nee, klar. Also dann, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, unsere Waffe für 225 Millionen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was du mal hast, dann denkt man auch, oh krass, Also ein Riesenschnäppchen. einen schönen hätte es zwar auch noch hier für 95 Millionen, das war glaube ich einen, den wir auch vorhin gesehen hatten, aber er ist ja auch schon schlechter, also man muss auch wirklich gucken, der ist wirklich dann auch schon wieder schlechter. Aber für 90 Millionen ist er auf jeden Fall okay. Ja, das war der, den ich vorhin meinte, für Ja. 90. Ja gut, aber gut. Nee, es hätte ja sein können, dass jetzt was Ja, Cooles klar. kommt, aber okay. Ich denke mal, wenn man ein, zwei Wochen guckt, dann hat man sich ja auch mal noch einen guten Snipe für und dafür einen schönen zu finden. Aber das ist halt einfach nur die Glückssache, welcher gefunden wird und wo der reingestellt wird. Ein paar Gems brauchen wir noch. Okay, ich guck mal, ob irgendwas. Nee. Notfalls können wir sagen, wir kaufen halt drei rote Steine und er macht ihn dann einfach noch zum Marquis. Ja. Aber wir haben so viel Gold, dass wir Also wir dann halt bei brauchen den auf jeden Fall, ich guck mal, wir brauchen auf jeden Fall zwei für die Hose, drei für die drei für die Chest, Rüstung. für den Achso. Ring einmal. Wir haben also mein Ring hatte einen Sockel und ich glaube, der hat der Pocken auch einen Sockel gehabt? Nee, ne? Nee. Nee, der Pocken hat dann keinen. Der Ring hat auf jeden Fall noch einen. Also sechs. Ja, die auf jeden Fall die Innenteile. Das sind nochmal 120 Millionen. 120. Dann halt nochmal bei Rote, würde ich fast sagen. Kann man sich ja voll leisten eigentlich. 60 Millionen. 64. Ah, 64, sorry. 84, sonst Hast du brauchen wir. gekauft? Ach so, für den Helm noch. Ah ne, Helm hat Nein, nichts. Helm hat Ja, keins. stimmt. Ja, ich habe drei gekauft, ja. Okay. Da gehe ich schon mal ins Spiel rein und ziehe mich schon mal aus. Mach das. Ich gebe dir dann die Brüste. Ja, Lad mich mal ein, schon mal dann. Sekunde. Wie wollen wir es machen? Wollen wir das in Stream nochmal machen oder? Können wir machen, Kann ich bei dir die Werte sehen? ja. Jo. Ich schmeiß dir aber erstmal alles hin. Oh, das Ammo war ein dicker Snipe, meine Mann. Es war auch ein Tag, 11 Stunden. Ja, Wäre ich weiß eher, man ich nicht hätte so. einfach mal Es probiert für ist aber 2 wirklich Milliarden schön. Es ist reinzusitzen. wirklich schön. Naja, jetzt kannst du erstmal dir alles im angucken. So, die Stormcrow noch. Hast du die gekauft? Oder hatte ich die gekauft? Oder fehlt die Ne, vielleicht noch? hier. Hier sind noch Sachen. Hier ist sie. Versteckt. Okay. Fehlt noch was? Werden wir gleich sehen. Ich ziehe jetzt erstmal an. Ich habe jetzt noch gewartet gehabt. Schultern. Brüste habe ich dir alle gegeben. Sehr gut aus, glaube ich. Ich habe noch nicht mal Steine drin. Boah. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Für alle nebenbei mal so. Ich habe es bei mir im Monk gesehen. Ich sehe es jetzt hier. Wer ein bisschen Gold hat und sich irgendwas bauen will, irgendein Char, die Preise sind echt verdammt niedrig. Ist immer so in Zeiten, wo kein Patch-Up zu sehen ist und alle so ein bisschen das Game quitten. Gerade da kann man wirklich gute Schnäppchen machen. Okay. Willst du einfach mal deinen Stream kurz anmachen? Ne, ich muss jetzt gerade mal schauen. Jetzt haben wir Werten. Da muss ich aber die Chest tauschen, glaube ich, damit wir. Ja. Also mit der Tasha's Chest haben wir. Boah, ja, die Werte sind super. Gefallen mir wirklich gut. Und ich hab nicht mal den Marquis drin und wir sind schon bei über 200.000 DPS. Ohne geht. Ja. Okay, Matsche. Erstmal schauen, ob alles richtig eingestellt ist. Dann mache ich einfach mal diese ganzen Sachen hier weg. Reptoid weg, Chat weg.
Metal Tech, die drei sollte ich noch drin lassen. Ja, okay, ich starte jetzt mal. Mach einfach alles bei mir aus, ja? Damit man wirklich nur, damit du nur das Bild überträgst. Ich habe mein Dashboard jetzt auch nicht an. Das lasse ich alles jetzt einfach. Muss dann mal schauen, ob das, wann das bei dir auftaucht. Ja, das. Warte mal, ich kann ja einfach wieder raus aus dem Game. Schmeiß nur nichts hin. Jo. Hast ja alles. Das Einzige, was funktionieren muss, ist Twitch. Ich habe schon deinen Stream geöffnet, aber Ja. er lädt nicht. Es ist halt. Dismiss. Lädt immer noch nicht. Warte schnell. Schau schnell bei mir. Ja, ich mache mal kurz eine Werbung und ich hoffe, wenn wir zurück sind, dann geht's wieder. Es liegt nicht an dir, Wusa. Okay, na, bei mir läuft's auf mein Stream schon. Ich habe das heute schon den ganzen Tag, dass Twitch nicht geht bei mir. Okay. Heute Morgen konnte ich ja schon deinen Stream nicht gucken. Heute Mittag bei Invis ging auch nichts. Ich weiß nicht. Ich habe Router neu gestartet. Telekom. Ne, du Ich hast ja ein bin. paar Ines-Pops gerade. Ich kann es dir auch mal zeigen hier. So sieht es bei mir aus. Und sonst, also so alles andere geht sofort. Ich nehme mal das DE weg. Ah, jetzt geht's. Oh, danke. Guter Trick. Geht's jetzt? Ja, ich muss es nur das DE wegnehmen. Okay, ich bin bei dir drin. Perfekt. Ibu, Warte. wir testen das mit dem SOJ gleich noch, aber erstmal so. Du kannst Also. ja ruhig mal die Items. Ah ja, du hast schon da Marquise, ja perfekt. Ja, ich Boah, hab. wie viel? Das ist viel DPS, oder? Paper Ja. DPS. Ja, auf jeden Fall schon. Dafür, dass noch kein Gem drin ist. Machen wir rein, 260.000. 600 physische. Es hat sich über dieses physische Resis hat sich durchgesetzt, sehe ich gerade. Ja, ich Soll ich mal liebe die Items physische. kurz durchgehen oder? Ja, können wir einmal noch mal kurz durchgehen. Okay, also ich gehe Ich mal so ein sag bisschen. Oder. kann ja die Ja? Preise ein bisschen sagen nebenbei. Gerne. Also ich fange von bei der Mainhand an. 225 Millionen. Wirklich schönes Ding. Auch weil sie Ja. 2,7% Leiste hat, das auch kann man wirklich als noch Grund sehen, plus die 60 Crit Damage und die Int. Dann die Schuhe mit Level Reduce. 60 oder Auf. was die waren? Warte mal. Oh nein, jetzt hat er es bei mir. Oh. Warte mal. Ich krieg's hin. Mach ruhig weiter einfach. Ja, danach die Offhand noch. Sonst kann ich kurzes machen, passt schon. Die Offhand war 50 Millionen. Da können wir auch, ich meine, man kann mal gucken, wie viel holt man raus. Guck mal, man holt gerade mal, wenn man jetzt die beste Offhand mit vergleicht an DPS, gerade mal 15.000 raus. Ja, Aber die das. kostet. Und dafür hat die 50 Millionen gekostet, also das kann man nicht vergleichen. Ja, es ist dieses. Ja, die Items, die wirklich noch viel wert sind, die werden immer weniger, ne? Diese ganze Spitze kommt dann auch noch auf eine Stärke mehr und so immer an. Naja, die du gerade gezeigt hast, wie viel Die kostet von die mir? ungefähr? Meine, ich 10 habe schon Milliarden? 7 Milliarden hatte ich mal damals bekommen, aber jetzt kriegt man vielleicht noch mehr. Also die ist Top 3 Damage EU, also. Ja, und Ich das habe sie. gerade mal 15.000 DPS, das ist echt krass. Also wirklich dafür, dass es, ich meine, das ist in 2 Milliarden CM, also nicht mal. 1,5, oder? Sehe ich das richtig? Ja, 1,5. 1,7, ja, 1,6, 1,6. 1,6 Milliarden und dafür sogar der Pocken war richtig nice. Mit der Armor mehr Int drauf. Die Hosen. Der Ring, den ich wirklich, also für wirklich gut finde. Für wie viel? 12 Millionen oder sowas? 18 Millionen. Wie viel Leben hast du? 40.000, das reicht ja auch. 40.000 reicht komplett aus. Die Handschuhe super geil. Auch weil sie nochmal 78 Vita haben. Chest. Lakunis, die waren auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie teuer waren die 12 Lakunis? Millionen.
12 Millionen für die Lacunis. Das dachte ich auch gleich. Physische Vita int 9er Attack Speed. Also wirklich sick ist. Amu war auch super sick. Die Schultern sind auch richtig gut gewesen. Nein, Stormcrow nein, auch. es fehlen nicht 0,01 für einen Breakpoint. Ist genau Genau, berechnet. richtig. Es sind halt 2,5. Deswegen, genau hier ist so ein Beispiel, wo man halt jetzt, wir haben jetzt auf 1% den Breakpoint erreicht. Deswegen nimmt man immer Tabellen und nicht den Attack per Second Anzeige. Weil wir haben 2,5050. Und der Breakpoint sind, 2,5001 oder sowas, genau, ne? und der Breakpoint sind 2,5001. Deswegen sagt man oft, 2,51 ist die Schwelle, aber wir erreichen ihn genau mit 2,5050. Weil wir jetzt genau ihn erreicht haben. Das sage ich halt, ist beim Barb genau dasselbe. Nie die Anzeige in-game nehmen. Immer eine Tabelle benutzen. Okay, mach weiter. Okay, dann, wie gesagt, also ich bin jetzt mal so weit alles durchgegangen hier. Die Witching Hour ist richtig nice auch. Mit der Armor wieder zusammen. Wie viel Crit-Schaden haben wir? Das ist viel. Ist das viel? Ja, es geht schon. Crit-Schaden, ja, auf jeden Fall. Das ist eben schon dann wiederum recht schwer zu erreichen, wenn du mit einer Dings gehst, hier mit einem Kantodos. Dann ist das schon sehr, sehr schwer, so einen Wert zu erreichen. Der musste schon fast über, also recht fast über Max Crit Damage haben. Also nicht schon nicht ganz, aber dann hast du immer noch keinen Lifesteal. Und wir haben jetzt, wenn man jetzt mal die Aures anguckt, sind wir, wenn nicht das Umwechsel nachher die auf Zuni, da sind wir bei 700 bis 600, also 600 bis 700 Aures. Und damit Sogar noch mehr. überlebt man auf jeden Fall am Bus. Ja, denke auch. Ja, so oder so, weil wir nachher die Armor-Skillung rein, also mit den, wo man nochmal 60% Armor dazu bekommen, also so oder Stimmt. so wirklich. Damit überleben wir das auf jeden Fall. Ja, und man kann damit alles spielen. Also man kann jetzt, allein schon jetzt könnte man damit Archon, CM, Sleetstorm und eigentlich jedes andere Bild spielen, was ich so kenne, glaube ich. Mehr oder weniger natürlich. Es gibt vielleicht ein paar, die ohne Attack Speed funktionieren, aber. Also man kann auf jeden Fall mit dem alles spielen. Alles Wichtige. Ja, und komm, was wir jetzt noch machen, und das machst du jetzt, du kaufst noch einen Stein von Jordan dazu. Okay. Der, oder? Wir können den einen Ring doch austauschen. Ja, klar. Zum Essenzenfarmen, auf jeden Fall einen Stein von Jordan. Du kannst ja Und zeigen, wir dass. können auch einen Frostbrand-Panzerhandschuh kaufen. Nein, lassen wir. Okay. Ich kaufe mein SOJ noch. Da machen wir maximal Mana, oder? Bonus gegen Elite. How much you paid Ah, das for kann that? man, ne? Ich glaube, der Decker, obwohl der nicht einen Tag 11 Stunden war, wenn ich das jetzt so nochmal mir alles angucke, war auch ein gutes Schnäppchen. Naja, keine Ahnung. Habe ich nicht noch so eine doofe SOJs rumliegen oder habe ich die alle weggeworfen beim Aufräumen? Nee, komm, kauf ihn. Ja, ich muss nur schnell schauen, was, ob der wert war. Einer sagt uns, wir waren sehr glücklich mit dem Decker. Aber wie gesagt, es war nicht mal ein Tag 11 Stunden. Wizard. Ich weiß noch nicht, ich denke, die meisten Procs kommen halt schon von den Wirbeln. Also wir sollten wir schon einen mit Wirbel, mit suchen, aber das wird. Ja, oder muss ja, oder einfach. Ja, könnte man. Ja, gut, wegen, du verlierst natürlich Crit Chance und die könnte man damit schon wieder rausholen, wenn nicht sogar verbessern. Weißt du, was ich meine? Stimmt, ja. Also einfach mal schauen, wenn ich jetzt so in den ersten Zeilen was finde. Ich weiß nicht mal, wie das geschrieben Ja, und Cold Damage ist für euch ja auch scheißegal, oder ihr freest ja eh alles ein. wird. Ja. Na, sonst könnte man auch einfach Explosive Blast nehmen. Würde auf jeden Fall auch funktionieren. Ja, was auch wichtig ist, 6 Elementar. Energy Twister, hier so sieht es aus. 2%, sonst nehme ich den nachher gleich. Ja, aber kommen 6% Elementar können wir uns schon noch leisten. Bis gerade mal bei 1 Million. 2% habe ich schon gesehen.
Kannst es nicht suchen als Wert? Nein. Nein, nein, das ist eben Wie super dumm. Man Hota kann bei uns. alle anderen kann man suchen, Ja, aber wie das kann Hota man bei nicht uns. suchen. Wie Hota bei Bab. Kann man auch nicht suchen. 2%. Warte, machen wir mal ein bisschen, irgendwie ein bisschen höheren Wert, mal 5 Millionen. Mindestens. Ah, das ist Maximum. Vielleicht können wir dann. Fünf Prozent Energy Twister. Kaufe ich jetzt, aber will nicht zu lange warten damit. Okay. Okay. Ja, weil das wäre, wenn man schon die Möglichkeit hat, einen Ring ohne Tech Speed, damit der halt auch noch Essenzen perfekt farmen kann. Der kann Ja. jetzt echt alles. Er hat die Breakpoints, kann Sleet Storm spielen mit genug EAP, kann Essenzen farmen. Jo. Was gibt's sonst noch? Hat eigentlich hat einfach alles Wichtige auf jeden Fall. So. Kann man nachher den noch wechseln noch? Müssen wir halt schauen, was wirklich sich mehr lohnt. Jetzt ist die Frage, jetzt ist hier MPC ein bisschen viel. Naja, wenn wir jetzt. Achso, ja. Mal gucken mal, wie das ausschaut bei MP7. Soll ich mal loslegen einfach? Ja, mach ich. Spielst du jetzt Standard CM, ne? Oh, jo. Ich da noch rausnehmen. Oh, schon lange kein CM mehr gespielt. Ja, ich merke es direkt. Ich hab's bin direkt mal mein Passiv ausgelöst. Spielst du gerade mit Stein von Jordan oder ohne? Noch ohne. Oh, Explosion. Nicht darauf geachtet. Die überlebe ich natürlich nicht. Außer mein Passiver. Ja, Twitch ist leider heute. Läuft nicht gut, der Stream, oder wie? Doch, 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 jetzt bei mir geht's. Also was bei mir gerade geholfen ist, wenn ihr das DE rausnimmt bei Twitch. Mit DE hat sich's überhaupt nicht geladen. Vielleicht liegt's da dran. Oh, jetzt leckt der Stream auch bei mir. Oh. Falsch gelaufen. Okay, machen wir mal, also das Einfrieren geht. Jetzt wechseln wir mal auf SOJ. Jetzt bin ich echt gespannt, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, bis jetzt einmal probiert nur. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr darauf achten, dass man jetzt wirklich alle Wirbel erstmal stellt. Aber man kann mit dem SJ auf jeden Fall einfrieren. Ja, den Breakpoint hast du ja immer noch. Ja gut. Ja, Aber stimmt. Crit-Chance halt ein bisschen weniger. Na Vier, gut, vier. halt die Wirbel machen das halt trotzdem aus. Ja. Also dafür, dass man quasi hier kein Geld ausgibt für so ein SOJ. Man kann ja dann auf anderen Sachen was ausgeben. Funktioniert auf jeden Fall. Ja, das meine ich gerade. Also wenn man schon jetzt Vota farmt, also hier ist Assassin-Gewölbe. Da macht es ja auch durchaus Sinn, Stein von Jordan zu nehmen, weil der gibt ja so viel DPS. Echt. Ja, man sieht schön bei mir, wie Twitch laggt. Seit gestern irgendwie. Boah. Nightmarish. Aber auch da hätte ich nicht sterben müssen. Alles Übungssache. Ja, ich... Und ja, nee. Aber gefällt mir. Auf jeden Fall, besonders wegen dem Messenger hätte ich nicht gedacht. Ich habe es wirklich so, glaube ich, noch nie probiert. Was hat das mit SOJ zu tun? Hier war das gut schon, Die da war ich schon. Mollische. Ja, natürlich, gerade noch aufgenommen.
Die machen so krassen Schaden teilweise. Ja. Nightmarish ist auch nicht so cool. Ja, jetzt hat man schön gesehen. Der Wie man Schaden durch. kommt auf jeden Fall. Ja, und man hat schön bei dir gesehen, wie man jetzt durch Positionierung und Ja, das richtiges Problem ist halt, Spielen nicht stirbt. die Feuerketten lösen halt auch das Nightmarish aus. Das ist eben, sonst kann man in Feuerketten drin bleiben, aber in dem Fall jetzt hatten sie halt Nightmarish. Also im Feuer Sieht drin gut bleiben aus. hier ist auch kein Problem auf dem Boden. Ja, wenn man Damage dealt, ist glaube ich echt. Naja, eben, dann ist wirklich kein Ding. Man muss Ja. nur als einmal richtig anfangen. Wie Da bei ist ein meinem bisschen. Monk, den Boah. ich ja gerade probiere. Oh, Essence. Boah, ich bin aber instant erstmal gerade gestorben. Muss ich morgen arbeiten? Ja, muss ich. Fuck. Boah. Hier gestorben. Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen gucken. Man da das ein bisschen. Ah, ich sehe schon. Aber es ist halt auch Vot da, ne? Ich Ja, komme da ja auch nie aber ich. drauf klar auf das Level. Na gut, aber. Ich sag jetzt mal, es ist auch wieder ein bisschen Übungssache. Ich stelle mich heute nicht gerade an wie der Kaiser. Hey, Aber ich will Kette. hier, jetzt habe ich alle eingefroren und jetzt geht's auch wieder. Denke ich. Ja. Explosion. Und auch einen einzelnen hat man ganz gut damit einfrieren können. Bin eigentlich nur weg hier. Sieht Hi gut aus. Kitty. Mit SOJ halt sogar. War sehr, ist sehr cool. Er muss halt ein bisschen gucken. Bei Electrify muss man sich halt. Darf man sich nicht ganz ranstellen, eventuell, je nachdem, was für ein Pack das ist. Weil dann kriegst du umso mehr Blitze ab, umso näher du dran stehst. Bei Nightmarish musst du es oder so immer aufpassen und ein bisschen Glück haben. Und so Explosion und so überlebst du, glaube ich, auch nicht. Aber dafür hast du ja den passiven Eimer, kannst du es auf jeden Fall überleben. Sonst friert man ganz normal ein und probiert es in einer guten Zeit. Vielleicht muss man auch auf MP6 runtergehen, damit es noch ein bisschen schneller geht. Und umso schneller du sie tötest, umso weniger Schaden können sie dir machen. Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sieht doch ganz Leadstorm gut aus. funktioniert so oder so, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen muss. Okay. So, oder? Nee, nee, nee. Wir haben jetzt, glaube ich, lang genug. Das Das Video ist. ist schon ganz schön lang dann. Ja, aber generell auch. Also. Was wir machen, es läuft ja gerade eine Verlosung. Was hältst du davon, wenn wir die einfach. Die Verlosung war für irgendwas Unbestimmtes. Ich habe im Suff gesagt, eine Überraschung. Da können wir ja den hier nehmen für, oder? Da sind auch schon ein paar, Ja. wo man einfach. Wollen wir noch ein Level oder so, dass man. Obwohl, die haben schon Tickets gekauft, ne? Alle. Was meinst du mit Level? Ach so, nee, komm. Ich würde sagen, einfach Tickets und wir lassen die aber schön jetzt ein bisschen laufen. Okay. Also, ja, behalt du erstmal die Sachen und dann gucke ich mir mal an. Kann ich ja immer noch. Und ihr könnt euch dann, wenn derjenige, der gewinnen sollte, kann sich dann von Wusa den Gewinn abholen. Und ja, wie gesagt, einfach über die Tickets. Ist denn der Bot? Wartet mal kurz. Seht ihr denn? Der Bot ist noch gar nicht offen. Der Bot. Ich muss den nochmal. Für open. Jetzt müsste es gehen. Ja. Raffle. Ich check mal nochmal den Status. Ja, genau. Jetzt läuft's. Jetzt könnt ihr kaufen. Und wie gesagt, also mal sehen. Die Tage verlose ich das dann irgendwann. Generell mache ich nicht mehr jetzt gerade so viel Giveaways. Aber ja. Okay. Also, Wusa. Stream habe ich ausgemacht. Ja, Vielen, vielen Dank. Coole ich Sache. habe zu danken und habe auch Genev zu danken natürlich. Genau, Genes danken wir alle. Der hat es nämlich gesponsert.
das Ganze, die 2 Milliarden. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Nach, Ja. was weiß ich, 3 Wochen. Das war wirklich lang. Guck mal, wie viel Tickets sie kaufen. Sehr schön, freut Ja, mich. aber Es ist allein, das wirklich ein sind wirklich geiler schöne Visit. Items dabei auch. Wirklich, also meiner Meinung nach, allein das Amu kann unter Ja, wer, Umständen wieso hat den der die Wert das denn von. nicht? Ich hätte das für 2 Milliarden erstmal reingetan an seiner Stelle da. So ein Amu. Das hat ja nicht auch. Normalerweise haben so Amus ja dann immer so 50 Crit Damage. Ja. Aber das hat er einfach mal 8, 70 oder 78 oder so. 74, ja. Ja, es ist, also, das kannst du auf jeden Fall fast, also eigentlich würde ich fast sagen, so für 1,5 Milliarden oder so ist es bestimmt wert. Je nachdem, keine Ahnung. Man muss halt immer gucken. Aber wegen den physischen Resis und der neuen Attack Speed, Und schöner Average. was man auch sagen muss, was man immer vergisst, ich meine, wenn es zumindest, es ist ja nicht immer so, es ist jetzt über Tickets wird es verlost, wenn es jetzt jemand gewinnt, der wirklich das auch benutzen will, ich glaube, der ist sehr upgrade-freundlich. Und ich finde immer, dass es zwar dieser Aspekt am Gieren wird immer unterschätzt. Weil ich meine, die Upgrade-Freundlichkeit, die steht in keinem Wert. Irgendwie jetzt in der DPS oder in den Breakpoints oder im Attack Speed oder sowas, EAP. Aber das ist doch was, was sehr wichtig ist, finde ich. Dass jetzt Auf jeden Fall. du nicht so beschränkt bist. Und durch das Amu hast du echt eine Menge Möglichkeiten. Wenn du den Attack Speed Ring kaufst hier bei dem, dann kannst du echt eigentlich alles tauschen, machen und tun lassen, was du willst. Und Oder man hat vielleicht sogar theoretisch. einen oder was weiß ich. Hä? Oder man hat schon einen oder so noch und dann kann Ja. man das ein bisschen kombinieren, aber. Und theoretisch konntest du sogar noch einen Breakpoint höher. 5% fehlen. Nee, 15% fehlen. Also, ich glaube, das kann man auch schaffen noch. Mit dem Ammo. Und einer Inas Hose. Und noch einen Ring. Naja, wie auch immer. Geht einiges. Auf jeden Fall. Ja, wie Sind gesagt. wirklich, wirklich schöne Items dabei. Und auch mit der Offhand, ich meine, da, wie gesagt, ein bisschen mehr ausgeben, da hast du ein bisschen mehr Damage, vielleicht, da hast du vielleicht 3000 mehr Damage, 5000 mehr Damage, aber musst dich schon, du musst schon das Fünffache fast zahlen von dem, was wir jetzt für die Offhand gezahlt haben. Mindestens. So 4.000, 5.000 Schaden, ich weiß nicht. Also sind schon wirklich gute, gute Items. Und was ich auch noch sage, ja, also Vita fragt den ganzen Abend schon wegen seinem Budget-Bar ab. Morgen baue ich auch noch mal ein Bar ab. Morgen, eventuell kann ich morgen nicht streamen. Das kann sein, aber höchstwahrscheinlich streame ich und dann baue ich morgen ein Bar ab. Gut, Wusa, dir vielen Dank. Ja, ich danke auch. Schlaf gut. Ja, ich werde jetzt dann, ja gut, ich werde mal schauen, was ich jetzt noch mache. Ich hab voll Lust noch. Komp, habe ich Komm. gesehen, ne? Hast du Hast es gelesen? du ja. Aber du hast keine Lust, oder? 2 Stunden hast du gesagt, ne? Also von Warte, ist morgen 22. Freitag? Nee, Ne, morgen ist Donnerstag. Donnerstag. Fuck. 22:30 bis 0:30, wenn jemand überhaupt Lust hat. Weil dann kann ich mal wieder ein bisschen mit meinem. Hab ich mal. Rent Barb. Ja, genau. Ich mach mal so richtig back to the roots, ein bisschen meinen Barb spielen. Wenn jemand Ich will spielen, fragt. ich überlege Wenn gerade. du möchtest. Du hast ja einen Mittagsschlaf. Du kannst ja eh jetzt nicht pennen. Ja, gut. Schon so. Ja, Nein, da ich habe halt auch. über. Auch mit deinem Barb. Naja, gut. Das können wir später besprechen. Ja, auf Kannst du. jeden Fall. Können wir noch im Ingame oder so. Ja. Also, vielen Dank. Mach's gut. Jo, danke, bis dann. Ciao. Ciao.